Und damit ein herzliches Willkommen bei mir, dem Toto Acker Thorsten, bei einer weiteren Folge Clash Royale. Ich habe gesehen, es hat euch ja doch ganz gut gefallen, was ich hier manchmal abliefer und was ich manchmal nicht abliefer. Aber bevor wir beginnen, gucken wir mal, was sich bei uns im Clan tut. Wir haben noch ein bisschen Clan-Tour und wir haben das Turnier ist vorbei. Okay, wir hatten ein internes Turnier, das habe ich auch noch nie mitgespielt. Und kann in 3 Stunden diese Kiste öffnen. Das kriegen wir leider in diese Folge nicht mehr rein. Aber was wir hier reinkriegen, was ein bisschen an mir mal wieder vorbeigegangen ist, dass es hier mal wieder eine Herausforderung gibt, eine Auswahlherausforderung. Und ich habe gesehen, wenn man diese Herausforderung jetzt startet, dann kann man schon mal vorher sehen, auch wenn man hier reinklickt, was man für Truhen bekommt, für welche Siege. Das habe ich noch nicht gewusst. Also es gibt dann 8000 Gold für 4 Siege und gibt eine epische. Wenn man dann, wie viel Mal ist das? 9 Mal gewonnen hat, gibt es 25.000 Gold. Und es gibt die Banditin dann, wenn man 12 Spiele gewonnen hat. Gucken wir mal, ne? Was daraus wird. Und ich würde sagen, wir brauchen ja unser Deck nicht, sondern hier wird ja, glaube ich, ein Deck zusammengestellt. Dann nehmen wir das auch mal. Ich muss das eben mal etwas leiser machen hier. Okay, dann gehen wir mal rein in die Herausforderung und gucken mal, was wir uns zuteilen können. Ich nehme mal den Blitz, weil ich den Gift nicht kenne. Ich habe den auch nicht gelevelt. Nehme hier den Babydrachen. Oh, das Holz könnte ich natürlich nehmen, aber ich wähle hier jetzt mal wirklich billiges Deck mit, ich glaube, ich nehme das Riesenskelett, weil das kenne ich wenigstens. Und ja, wir gucken mal, wie sich das so ergibt. Oh, eine Kanone, okay. Das ist natürlich, an Holzfäller habe ich da noch drin, ja. Gucken wir mal, womit wir hier starten können. Er startet dort auf seiner Seite mit einem Golem. Und ich habe ja das Riesenskelett, deswegen muss ich den Golem jetzt mal, ich weiß nicht, ob der Golem auf eine Kanone geht oder worauf der letztendlich abzielt. Ah ja, das macht er sogar, okay. Dann können wir hier mal kontern und hinten auf der anderen Seite gehen. Allerdings jetzt schon meine Truppen ganz gut durch. Jetzt muss ich hier aber links den Babydrachen setzen. Oh, er hat meinen ersten Turm schon, Donnerwetter, der geht natürlich gut durch. Aber ich glaube, wir... Oh, nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Da muss ich eben mal ablenken hier mit der Kanone. Aber wir haben auch einen seiner Türme. Aber ich glaube, der Golem hier unten, der geht doch zu hart durch. Oh, der geht so hart durch. Das wird mal nix. Okay, das wird gar nichts. Naja, Kampf vorbei. 3-1. Okay, aber ich weiß, das ist genau. Es gibt Clan-Kronen dafür. Was auch nicht schlecht ist, beziehungsweise ich glaube, es geht sogar dann was in die Kronentruhe. Und ja, den ersten haben wir schon mal verkackt. Nehmen wir aber gleich den nächsten. Hilft ja nichts, denn das Event wäre in 17 Stunden vorbei gewesen. Und ich hätte es womöglich dann nicht mehr spielen können. So, den Bowler, den kann ich. Und dann nehmen wir mal lieber die, dass wir das Deck ein bisschen günstiger machen. Mal sehen, was er noch dazu bekommen hat. Jetzt haben wir den ersten natürlich schon verloren. Trippy Girl. Gucken wir mal, was die so drauf hat. Und ich würde sagen, wir eröffnen jetzt mal mit einem Magier. Ich weiß gar nicht, was er da hinten hat. Was ist das denn? Was ist das? Das kenne ich gar nicht. Das kannte ich jetzt gerade gar nicht, was das war. Und, oh, die Luftgruppe war, glaube ich, jetzt gut gewählt von uns. Gegen den Riesen hier. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Oh, wir haben noch Truppen am Start. Das ist natürlich sauber. Dann können wir hier... Ja, wir kontern hier einfach mit dem Ballon. Ich glaube, der Ballon macht ja gegen den Riesen jetzt mal gar nichts. Oder gegen diese beiden hier. Die gehen zwar jetzt ganz gut durch, da können wir uns jetzt nicht wirklich wehren, weil wir nichts haben zum Wehren. Aber ich muss hier jetzt mal den Magier rauskriegen, sonst machen die hier noch mehr Schaden. Mein Ballon geht aber ganz gut durch, sehe ich gerade. Und wir stoppen den mal noch. Ah, der Knall, der war natürlich
vertan. Ach, das ist die alte. Ach nee, das ist eine Banditin schon. Okay, wieso hat der die da schon im Deck? Das ist ja komisch. Das ist wahrscheinlich dann per Zufall ausgewählt, dass man die schon mal nehmen kann. Und die Hexe hier sollte natürlich nicht durchkommen. Okay, das tut sie auch nicht. Ich habe hier noch einen Packer. Der ist natürlich auch krass in Verbindung, würde ich fast mal so sagen, mit dem Bowler. Dann setzen wir den hier unten auch mal. Der braucht ja ein bisschen Zeit zum Aufladen und er bringt hier jetzt Barbaren. Da haben wir aber unsere Walküre gegen, die auch gar nicht mal so schlecht jetzt zuschlägt. Und ich glaube, er konnte sich ja gegen das gar nicht wehren hier. Dann nehmen wir jetzt auch mal den Ballon. Und der Packer macht da unten sicherlich sein Werk. Jawohl, der Ballon bringt uns dort an der Stelle schon mal den Turm erheblich nah. Jetzt ziehen wir mal den Bowler nach. Und die hier. Jawohl, das sieht gut aus. Nochmal die Walküre hinterher geschickt. Der Packer ist immer noch am Leben. 670, 620, 520. Jawohl. Erstes Spiel gewonnen. Wunderbar. Ja, so läuft das gut. Trippy Girl, da hast du leider verloren. Und ich habe etwas dazu bekommen. Wenn auch nicht viel, aber etwas. Und es geht wieder was in die Krontruhe rein bei mir. Das ist natürlich richtig krass. Ich weiß nicht. Ah doch, es geht glaube ich doch in die Clantruhe rein. Ich muss mal eben gucken. Da muss ich einmal umschalten, weil da habe ich im Moment noch nicht so viel reingepackt. Ja, das geht glaube ich auch da rein. Wir merken uns das mal. 18. Können hier eben mal spenden. Und gehen gleich wieder in die Herausforderung rein. Das Spiel ist ja sehr dynamisch und sehr schnell hier. Aber, den Knall, den hätte ich vielleicht besser nehmen sollen. Okay, dann nehmen wir mal den dazu. Und den Dicken hier, warte auf Gegner. Okay, vielleicht ist der Gegner gerade offline gegangen. Das wäre natürlich doof. Ah ne, er hat gewählt. Und mal gucken, das dritte Spiel jetzt, also wenn ich es denn schaffe, den hier zu schlagen. Oh Gott, was ist das denn hier für eine Karte? Was ist das? Ah, okay, die kenne ich gar nicht, muss ich mal so sagen. Ich würde sagen, wir hauen gleich rein, mal mit beiden. Ist ja ganz witzig, das ist glaube ich ein Minenwerfer, ne? Jo, das ist ein Minenwerfer. Der ist ja fetzig, okay. Jetzt müssen wir allerdings gleich schon mal so ein bisschen in den Nahkampf rein. Und was hat er da? Okay, er hat da den Holzfäller und diesen Eismagier. Beide so Karten, die mir überhaupt nicht gefallen. Das muss ich jetzt mal eben mit meinen Lakaien schaffen. Ich habe seinen Turm aber auch schon auf 1500 runter. Und die Lakaien machen jetzt sicherlich so den einen oder anderen Hit. Jawohl, das sieht noch gut aus. Oh, ich habe, glaube ich, einen Lava-Hund dabei. Jetzt muss ich die natürlich erstmal ein bisschen ablenken hier. Der Drachen geht jetzt scheiße. Der Drachen geht auf meinen Turm. Das ist natürlich dösig. Aber wir setzen mal wieder den Minenwerfer. Das scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Ich weiß gar nicht. Achso, das ist diese Banditin-Karte. Okay. Schade, jetzt ist natürlich dieser Königsriese nicht fertig. Und wir müssen kurz mal eine billige Truppe hier setzen. Das geht nicht anders. Ja, da hat er jetzt zwar den Eismagier gesetzt, aber jetzt kontern wir hier mit dem Lavahund. Ist mir jetzt egal. Der muss raus, der muss platzen. Und ist zwar auf 1 nicht so stark, aber mal gucken, ob wir mit den Lava-Puppies so ein bisschen was erreichen. Wir setzen mal noch den Feuerball hier mit rein. Ob das dann funktioniert, weiß ich allerdings noch nicht. Die Pups sind noch auf dem Turm drauf. 73, jawohl, wir haben den Turm, wunderbar, super, gut gemacht, Thorsten, also verhältnismäßig gut, aber er kontert jetzt schon auf der anderen Sache, hat jetzt auch meinen Turm hier bekommen und wir gehen jetzt auf seinen anderen Turm, wir gehen gar nicht auf den Turm in der Mitte, der andere Turm ist, glaube ich, für mich etwas zu weit erreichbar und wenn ich hier den Königsriesen, glaube ich, platziere, dann schießt der in jedem Fall auf den Turm. Oh, die Banditin ist ja cool. Habe ich noch nie gesehen, was die so macht. Das sieht ja ganz gut aus. Cool animiert, muss ich sagen. Und was ist denn das jetzt hier? Den Hoge hier, den machen wir hier mal.
Jetzt kommt er da schon wieder mit seinem Drachen. Wir ziehen hier einfach mal den Königsriesen raus. Aber der Drachen, nein, der Drachen geht auf den Turm. Scheiße. Der Drachen ist auf den Turm gegangen. Das ist natürlich blöd. Mal gucken. Ich glaube, wir müssen jetzt doch auf den mittleren gehen. Geht nicht anders. Nein. Okay, er hat meinen zweiten Turm gekriegt. Kann man nichts machen. Aber wir haben immerhin mal wieder plus 1 bekommen. Und jetzt habe ich schon das zweite Mal, glaube ich, verloren. Ja, kann man nichts machen. Machen wir gleich weiter. Da stocken wir nicht auf. Den Holzfäller kenne ich nicht so gut. Wir nehmen mal den Mini-Packer. Zum Mini-Packer nehmen wir den Hockrider. Hier nehmen wir den Knall. Und ich nehme mal die Horde, weil mit der komme ich besser klar als mit den Skeletten. Mal schauen, was ich jetzt noch da zubekommen habe gegen X-Mev. Ach hey, ein Klonzauber, den habe ich noch nicht gespielt. Und ein Friedhof. Oh Gott, was ist das für ein Deck? Eieieiei, das geht ja mal gar nicht. Eieiei, oh. Pass mal auf, ich klone gleich mal den Packer. Yes, Alter, das geht aber ab. Jawohl. Oh, da hat er aber einen heftigen Elektro dagegen gehabt. Nicht schlecht, aber der Königsriese ist auch nicht an uns rangekommen. Wir machen hier mal einfach einen Friedhof, der ist ja nicht so teuer, dass wir schon mal vielleicht so ein paar kleinere Hits auf seinen Turm bekommen. Und auch da wieder die Banditin. Wieso ist denn die da jetzt auch schon da? Ich weiß gar nicht, wieso das so ist, dass die Leute die haben und ich habe die nicht. Ich meine, ich hatte die jetzt nicht zur Auswahl. Vielleicht war es ja auch nur ein Zufall, die Auswahl. Oh, jetzt kriegt er... Okay, er kriegt den Turm nicht. Da hätte ich jetzt mit dem... Jetzt müsste ich mit dem Megalakaien was machen, damit er die aus der Luft ein bisschen ablenkt. Aber die gehen jetzt auf jeden Fall durch und schaffen auch meinen Turm. Kann ich nichts machen. Ich kenne diese Karten einfach nicht. Klonzauber, okay. Hockrider kenne ich natürlich. Was man hier natürlich mal gut machen könnte, tatsächlich ist, wir können den... Hock könnten wir mal klonen. Das wäre ja mal nicht schlecht. Passt mal auf, das machen wir gleich mal. Der doofe Riese da, der macht natürlich mir den. So, passt auf, wir klonen den Hock. Zack. Eieieiei. Oh. Geht das? Geht der wohl noch durch? Ah, ich weiß gar nicht. Der geklonte war, glaube ich, weg. Aber, habt ihr das gesehen? Die ist vor mir da weggerutscht zum nächsten Ziel. Wahrscheinlich. Das nächste Ziel war jetzt leider der Turm an der Stelle. Und, das ist natürlich kacke. Ah ja, da kriegt er meinen zweiten Turm auch. Ja. Oh, ich habe auch einen gekriegt. Haha, das ist ja geil. Da habe ich ja nochmal eine Chance jetzt auf den zweiten. Vielleicht mit dem Packer. Oh, die rutscht da schon wieder so zu mir hin. Hey, was ist denn das für eine komische Karte? Naja gut, kann ich nichts dran ändern und muss mich jetzt wahrscheinlich hier schon im Friedhof wehren, dass hier nicht mein dritter Turm geschafft wird. Oh, der da unten. Okay, da ist er durch. Ich denke mal, das war es auch. Das waren leider 3 Niederlagen. Ich kriege mal wieder diese, ich glaube, es ist eine legendäre Karte. Ich weiß es gar nicht. Die Banditin müsste ich mal nachgucken. Und gut. Wir haben noch ein bisschen was geholt. Wir öffnen die Kiste auch mal zum Abschluss. Da ist jetzt nicht so viel drin. 950 Gold. Ein paar, wahnsinnig viele von der Lakaienhorde. Und Pfeile, die ich im Moment nicht gebrauchen kann. Oh, aber zweimal Riese, okay, das ist in Ordnung. Da können wir mit leben. Und wie gesagt, die können wir später öffnen. Hier können wir nochmal was spenden. Und zum Abschluss der Folge würde ich sagen, machen wir die Truhen hier auf. Erstmal die Gratis-Truhen, die beiden. Ich war nämlich länger nicht online, deswegen sind es auch gleich 2 geworden. Und mal gucken. Okay, das ist nicht schlecht. Machen wir mal hier unten in Folge weiter. Dann kann ich die Slots nämlich auch wieder befüllen. Den Alex-Sammler, Minenwerfer. Okay, ja, den habe ich ja eben erstmalig gespielt. Den habe ich echt noch nie gehabt. Beziehungsweise haben tue ich ihn natürlich schon. Aber ich habe ihn noch nie gespielt. Und ich glaube, gelevelt habe ich den schon mal, einfach nur für die Levelpunkte. Aber wirklich in einem Deck habe ich den nicht gehabt. Einmal Valkyre, 9-mal Knall. Ja, den können wir demnächst wieder verbessern. Den haben wir ja in unseren Decks drin.
Und die letzte Truhe mit 50 Gold, den Rambock, wunderbar, und den Sperrkobolden. Ja, die sind immer nett, aber ich level sie im Moment nicht in mein Deck. Ich habe mein Deck ein bisschen kleines umgestellt. Wenn ihr euch erinnern könnt, ist das ja eigentlich mein Standarddeck. Hier hat sich ein bisschen was verbessert. Meine Hexe ist auf 5. Das finde ich richtig cool. Ich habe mich so lange durchgeschnurrt sonntags, bis ich sie endlich hatte. Aber mein zweites Deck, was ich eigentlich bespiele, ist dieses hier. Und hier hinten hatte ich, glaube ich, diese paar Skelette drin. Da habe ich jetzt mal den Bola reingepackt. Ja, da war ich auch mit erfolgreich. Und bin aber natürlich weit entfernt von Arena. Wie heißt sie denn? Von der Dschungelarena, also 196 Punkte entfernt. Und das werde ich leider heute nicht mehr schaffen. Ich denke, ich fülle noch die Kronentruhe und öffne dann irgendwann die anderen Truhen bei der Herausforderung, bei der internen. Wenn es euch hier wieder mal gefallen hat, bei einer Folge Clash Royale, was ich nach wie vor nicht so gut kann, aber ihr seht mir das nach, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr kein Abonnent bei mir seid, abonnieren könnt ihr mich unten rechts. Und ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Euer Toto. Clasht.